Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 3. So, was haben wir denn noch an Sachen hier drin? Bisschen was an grünem Kraut und Erste-Hilfe-Spray. Alles klar. Ja, dann komm doch mal her. Können wir die nicht... Das sind schon drei Stück, okay. Also nichts mistaken. Eine Handgranate haben wir zum Glück noch. Die werden wir brauchen. Jetzt müssen wir nämlich eine Runde verteidigen. I'm gonna try to lower the window shutters. The less entry points, the better. And how do we do that? I'll try hacking into the hospital security system. Keep them off me in the meantime. Na dann. Okay, now the fun shit begins. Tower Defense. Vorteil bei der Sache ist... Achso, ich dachte, ihr steht nicht mehr auf. Ja. Aber bitte weniger... Einkreisen und bitte weniger wackeln, dass ich euch mehr erledigen kann. Das hilft. Kollege, bitte. Erledige die doch mal. Danke. Nachladen. Ausweichen. Ausweichen. Das Ausweichen klappt halt absolut nicht. Das ist so ein Bullshit hier. Meine Güte. Wenn ich diese Ausweichentaste drücke, möchte ich gerne ausweichen, nicht erst zwei Sekunden später. Herrschaftszeiten. Okay, also mehr heilen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich direkt hier schon abscheiße. Ah, na gut, ist aber noch viel zu früh am Morgen eigentlich, deswegen. Ah, da ist die Zünder. Wir haben halt keinen Platz dafür. Na, ja, vielleicht sollte ich auch. Bisschen. Halt mal bitte um. Bewegung bleiben. Könnte eventuell helfen. So, guten Tag, die Herren. Ihr könnt gleich mal liegen bleiben. Mal die Ecke noch im Auge. So, das geht doch schon deutlich besser. Nachladen. Ich habe mich einfach ein bisschen zu dumm angestellt. Stimmt, wir haben ja auch große Magazine drin, brauche ich gar nicht so oft nachladen. Fällt mir mal ein. Schön, eine Salve in den Kopf und die Dinger fallen tatsächlich um. Wenn ich den mal treffe. Oh. Oh, come on. Find the breaker. It must be somewhere. Hallo. So, Überraschung. Ist das? So, du kommst gerade recht an die Gürteltasche. So. Kraut.
Geh mal weg. Da geht's. Weiter. Danke. Gerade Platz für den Zünder wahrscheinlich nicht, ne? Doch, habe ich sogar. Sehr gut. Oh. Push. Oh. Das ist nicht gut. Na gut, wir haben ja noch Granaten. Sogar sehr viele. Machen wir auf die 4. Okay. Okay, cool. Ja. Es war nix. Danke, bitte etwas. Wirf die doch mal weiter. Meine Herren. Dachte, da wäre hinter uns was. So, Glück gehabt. Das ist voll, ist in Ordnung. Die Sturmgewehrmunition würde ich dann gerne mitnehmen. So, da kommt gerade nichts. Sehr schön. Au. Oh, noch einer da. Stimmt. 4. Bitteschön. Aua. So, dann können wir uns jetzt auch mal heilen. War nicht so viel abgezogen, Kollege. Da hatte ich ein bisschen mit mehr gerechnet. Ne, 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 ne. Du brauchst da gar nicht hin. Tschüss. So, das war's. Zum Glück im zweiten Anlauf. Not even close. But at least it's over. I'm coming back. Vaccine's the real deal. Good. You going somewhere? You're damn right. What do you think you're gonna do? Whole city's about to be microwaved. Come on, man. Call the government. Tell them we found a cure. You stall for time. Ballsy motherfucker.
Jill. Oh. Oh, thank God you're okay. I've got good news. It's over now. The city's safe. Attention all citizens. The missile strike on Raccoon City will occur in just hours. The payload is designed to eradicate all biological material. You will not survive if you remain in the city. October 1st. Evacuate now. Repeat. No. Evacuate now. Can't be. This is not a test. Ja, gerade Oktober geworden. Na gut, dann schauen wir uns mal um. Was haben wir denn? Oh, neue Knarre. Feuerstoßmittel. Nett. Hat den Nachteil, dass sie ein bisschen Munition raushaut. Ich glaube, die packe ich auch erstmal weg. Munition haben wir. Wir hätten auch noch was im Dings. Das würde ich gerne kombinieren. So. Wir haben nichts an Heilung. Oh. Nur noch ein Erste-Hilfe-Spray, wie es aussieht. Okay. Da wäre es ganz gut, wenn wir die von Carlos noch hätten nutzen können. Die Sachen, die da noch drin sind. Gut, speichern wir mal. Habe ich meinen Dietrich dabei? Habe ich nicht. Den brauchen wir nämlich jetzt. Sunshine, you saved my life. I sure as shit didn't. That was all Carlos. He carried you here and he treated you himself, crazy bastard. Where is he? He went underground. Bard stockpiled the vaccine, enough to give this city some hope. He thinks he can do this by himself. I'm going after him. Wait, did you see the broadcast? They're gonna blow the city sky high. I'm trying to get a hold of someone, anyone with the clearance to stop it. Leave this mess to him. He's a professional. So am I. Right. Guess I'm not talking you out of this. The storage facility is underground, beneath this hospital. I've lost contact with Carlos, so expect trouble. Okay, schauen wir. Die Gürteltasche wird ja wahrscheinlich nicht mehr da sein, ne? Oh, Muni ist auch nichts mehr da. Hm. Na gut, aber wahrscheinlich hat Carlos sich die geschnappt. Der braucht es ja etwas dringender, denke ich. So. Statt Granatenwerfer, Moment. Man dankt. So. Mal durchgeladen. Jo, sieht gut aus. So, hier ist aber tatsächlich noch was mitzunehmen. Schauen wir mal was. Hier drin nicht, okay. Irgendwas provisorisch hier verschlossen alles.
Hier scheint nichts mehr zu sein. Achso, vielleicht gilt der Nebenraum ja auch noch. Ja, okay. Das wird's sein, denke ich. Da ist voll. Brauchen wir im Moment aber auch nicht. Ne, wir sind relativ fit. Jetzt nicht mehr. Zu lange braucht zum Waffen auswählen. Na komm, dann stoppen wir das gerade. Wir haben ja noch drei Stück da. Kann ich das bitte benutzen? Ja, wir werden ja wahrscheinlich noch mal reinkommen. Nacht. So, ich muss das gerade mal ein bisschen umlegen alles. Dich hätte ich gerne auf der 1. Das kommt der 2, das kommt der 3. Okay. Das passt jetzt. Ja, euch soll es, glaube ich, zerlegt haben. Hat ja Carlo schon gute Arbeit geleistet. Jupp, hier wäre sonst nichts mehr. Genau, da hätten wir jetzt im Innenhof allerdings noch Zeug mitzunehmen. Hier hinten war, glaube ich, ein verschlossenes... Ja, verschlossene Truhe. Oh, ich habe auch Platz. Sehr gut. Allerdings kriegen wir jetzt hier wahrscheinlich was, ne? Ah, Magnum Munition. Cool. Dann werden wir die ja wohl auch bald kriegen. So wie das aussieht. Damit hätten wir hier alles. Hallo, hallo. Da drin fehlt noch was. Und da hat aber einer ordentlich aufgeräumt. This looks like Nikolai's work. Ich muss, glaube ich, erstmal mein Inventar entleeren, so wie das hier aussieht. Jupp. Ich glaube, den Granatwerfer brauchen wir hier gerade nicht. Da war auch noch eine Kiste, genau. Oh ja, genau, hier können wir jetzt ja auch noch rein. Ah, und dann geht's hier in den Keller, ne? Jupp. Okay, gut zu wissen, aber das machen wir später. Ich möchte erst das ganze andere Zeug noch mitnehmen hier. So, Magnum-Munition kommt mal weg, Granatwerfer kommt weg, die Granaten kommen weg und schon haben wir wieder Platz hier. Sehr gut. Ein Ersthilfe-Spray hätten wir auch noch da für Notfälle. Na komm, dann nutzen wir gerade mal die Chance, speichern einmal ab. Und dann soll es auch für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.